Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Mein Name ist André und ich zeige euch nun, wie ihr in Eclipse eine AOD-Übungsblattvorlage importiert, wo ihr eure Unit-Tests erstellen könnt, wie ihr diese ausführt und wie ihr eine Abgabe vorbereitet, damit ihr eure Lösung der Aufgaben auf Moodle hochladen könnt. Ich zeige das hier zwar auf Windows, aber diese Anleitung ist auch auf eine Linux-Distribution eurer Wahl oder macOS übertragbar. Ich befinde mich hier auf der Kurswebseite im Lernportal Informatik. Und ich lade mir beispielhaft die Vorlage zum Probeübungsblatt herunter. Das ist ein ZIP-Archiv. Das müssen wir extrahieren. Und nun starten wir Eclipse. Das habe ich hier bereits getan. Wir gehen hier oben links auf File, Import. Wir klappen den Ordner Gradle aus. Klicken auf Existing Gradle Project, Next. Diesen Text können wir überspringen, also wieder auf Next. Und nun geben wir den Pfad zu dem Projekt an. Also klicken wir auf Browse und navigieren zu dem Ordner, in dem sich das Projekt befindet. Wir sehen, dass wir im richtigen Ordner sind, wenn die beiden Ordner Gradle und SRC erscheinen. Wenn wir dort sind, gehen wir unten auf den Button Select Folder und bestätigen hier unten mit Finish. Damit wir unsere gewohnte Ansicht von Eclipse haben, klicken wir hier oben links auf dieses Icon mit den zwei Fenstern. Und da sind wir nun. Nun zeige ich euch, wo ihr eure JUnit-Tests erstellen könnt. Dazu klappen wir hier diesen Hauptordner aus, dann diesen Ordner SRC. Test Java und eure Tests könnt ihr in dem Ordner H00, H01, also je nachdem, in welcher Hausübung ihr euch gerade befindet, erstellen. Dann macht ihr auf diesen Ordner einen Rechtsklick, New und dann Class. Und nun zeige ich euch, wie ihr diese JUnit-Tests ausführen könnt. Es geht über zwei Wege: einmal über Gradle Tasks. Dazu gehen wir hier in Gradle, klappen diesen Ordner aus, klappen Verification aus. Wir machen einen Doppelklick auf Test. Es werden alle Tests ausgeführt und wenn ein Test fehlschlägt, dann wird das hier angezeigt. Alternativ könnt ihr auch Tests ausführen, indem ihr auf dieses Package einen Rechtsklick macht, Run As und dann hier auf JUnit-Test klickt. Wenn ihr das auf dem Package macht, dann werden alle Tests ausgeführt, wie bei dieser Gradle-Task. Ihr könnt aber auch einen Rechtsklick auf eine einzelne Testklasse machen, damit nur diese ausgeführt wird. Ich zeige auch mal, wie das aussieht, wenn ein Test fehlschlägt. Dazu nehmen wir mal an, dass 1 plus 1 3 ergibt. Wir gehen hier in Gradle Tasks und führen Test aus. Und hier wird angezeigt, dass ein Test fehlgeschlagen ist. Alternativ, wenn wir das so ausführen, öffnet sich hier noch dieses Fenster. Man kann zum Beispiel dann auch hier draufklicken und dann springt Eclipse zu der Stelle, an der ein Test fehlgeschlagen ist. Nun zeige ich euch, wie ihr eure Abgabe vorbereiten könnt. Dazu muss zuerst die Datei build.gradle.kts bearbeitet werden. Hier tragt ihr eure TU-ID, euren Vornamen und euren Nachnamen ein. Ich mache das mal ganz beispielhaft. Und wichtig ist dabei, dass ihr wirklich eure TU-ID hier eintragt und nicht eure Matrikelnummer. Ihr loggt euch zum Beispiel auch bei Tukan oder beim Lernportal Informatik mit eurer TU-ID ein und nicht mit eurer Matrikelnummer. Das haben wir nun getan und nun können wir die Datei zum Abgeben erstellen. Dazu gehen wir zuerst auf Gradle Tasks. Wir klicken hier auf das Icon mit den drei Punkten, aktivieren Show All Tasks und dann erscheint hier der Ordner Other. Diesen können wir ausklappen und dann führen wir die Task Prepare Submission mit einem Doppelklick aus. Jetzt laufen nochmal alle Tests durch. Wir sehen, es ist erfolgreich und nun wurde die Datei erstellt. Nun zeige ich, wo ihr diese Datei auch finden könnt. Dazu öffnen wir einen Dateimanager
navigieren zu dem Projekt. Wir klicken auf den Ordner Build, Lips und hier ist die Datei, die ihr auf Moodle abgeben müsst. Das mache ich mal. Ich gehe zur Abgabe. Und nun könnt ihr diese Datei hier in dieses Fenster per Drag and Drop reinziehen. Nun muss nur noch bestätigt werden. Und wir sind fertig damit.